Akinate errät heute meinen Fooddraft. Wir starten einen normalen Fooddraft und jeder Spieler, der 86 oder höher ist, wird in den Akinator gejagt. Errät Akinate den Spieler, darf ich ihn behalten. Wenn nicht, dann eben nicht. Capitano, komm schon, was Gutes. Komm, nimm mal Jungberg, der macht's interessant. Erste Frage, ist die Figur männlich? Ja. Keine Ahnung, hat der schon mal bei Real Madrid gespielt? Nee, bei Mumbai City FC, aber das ist fast das Gleiche, oder? Dunkelhäutig? Digga, das ist der weißeste Weiße, den ich jemals gesehen habe. Nein. Jungberg, ist Jungberg Moslem? Woher soll ich denn das wissen? Warum sieht Akinator eigentlich gerade so aus, als würde er gerade hinten irgendwas aus seinem Darm rauspressen? Spielt deine Figur bei FC Schalke 04? Ja, super. Können wir aufhören. Xavi, Junge! Was für Xavi, Mann. Ja, super. Können wir den mal nicht nehmen, Jungberg. Gut, dann nicht. Dann nehmen wir den schlechtesten Spieler, den es uns vorgeschlagen hat. Hakim Ziyech. Super. Mittelstürmer. Bekommen wir was Vernünftiges? Comment? Erste Frage, Fußball bekannt geworden. Ja, Akinator, du bist dabei. Ja, FC Ball. Es ist nicht Lewandowski. Kennst du die Mutter dieser Figur? Ja, klar, Comments Mutter. Der ging schon öfter hin. Ja, egal. Ja? Ist deine Figur außergewöhnlich schnell? 96 Base? Ja, definitiv. Ein Gott oder eine Göttin? Nee, er ist King, aber nicht Gott. Warum soll er in South Park mitspielen? What the fuck? 5 Buchstaben? Ja. Nein, immer noch nichts mit South Park zu tun? Ja. Kingsley, ja, Mann. Danke, Akinator, du bist so ein Ehrenmann. Geht in die Mannschaft. Ja, super, Dame. Irgendwas. Mitova, denn der sieht mich sympathisch an. Ah, Fabian wäre natürlich cool, weil... Fabian, ne? Versteht ihr? Ja, komm, wir suchen Fabian. Lustig wäre, wenn er mich jetzt selber finden würde, der Akinator. Ist Fabian älter als 30? Nee. Nein. Nein. Ja. Singt deine Figur hauptsächlich in ihrer Muttersprache? Digga, was weiß ich denn, was der Fabian unter der Dusche singt? Ich weiß, was ich unter der Dusche singe. Hey, könnt ihr die Eisbären sehen? Wow, 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 wow. Aber gut, das hilft jetzt auch nicht weiter. Es ist ein technisches Problem aufgetreten, bitte versuch es nochmal. Jo. Das ist ein Freifahrtschein für mich. Fabian, dürfen wir nehmen. Ganz einfach. Erste Icon hier. Philipp Lahm. Ja, sicher hätte ich Bock auf Philipp Lahm. Yep, älter als 30. Ist das 40? Nee, ist glaube ich Ende 30. Ja, 39. Ist deine Figur zwischen 10 und 12 Jahren alt? Also Philipp Lahm ist zwar klein und sieht jung aus, aber doch wenn, dann bitte wie 14. Was? Ja, und Akinator presst schon wieder aus dem Darm. Etwas mit einem Schwein zu tun. Nein, es ist nicht Schweinsteiger, Mann. Liebt deine Figur Männer? Philipp, kannst du uns das beantworten? Dann wird's natürlich schwierig. Komm schon, du weißt es doch. Philipp, Ja, Mann. Straight ins Team, der Philipp. Ja, hier, Gündogan gleich. Nächster, let's go. Mag deine Figur Erdbeermarmeladebrot mit Honig? Erdbeermarmeladebrot mit Honig. Alter Schwede. Ist Gündogan schon 30? Über 30 sogar schon. Alter Sack, Mann. Ja, für Schalke gespielt. Gündogan für Schalke. Gündogan, let's go wieder raten. Danke, Akinator, du bist so eine kranke Maschine. Ja gut, das sind jetzt alles Walkouts oder Special-Karten, aber ich hätte gesagt, damit es schneller geht, nehmen wir nur die Startelf über den Akinator. Let's go. Und hier wollen wir Juan Miranda, denn ganz ehrlich, der hat mal bei Schalke gespielt. Hat deine Figur Augen? Yep. 2 sogar. Überraschung. Hast du schon mal mit deiner Figur geschlafen? Dein Ernst, Mann? Paolo Maldini, ja danke für nix. Dann nimm mal die Hernandez, ist mir auch egal. Ja, 89er Ruben Dias, der wäre sexy, let's go. Ist deine Figur ein Werwolf? Ja, Ruben Dias ist eindeutig ein Werwolf. Guckt euch mal den Schrei an auf dem Foto. Portugal, ja? Haben du und deine Figur dieselben Großeltern? Nein, Mann! Ist deine Figur durch Bibis Beauty Palace bekannt geworden? Ja, Ruben Dias ist durch Bibis Beauty Palace bekannt geworden. Neuen Video. Wer erinnert sich nicht an die glorreichen Videos damals? Alter Akinator, bist du lost, Mann. Ja, Abwehrspieler. Ruben Dias. Hat er erraten? Ja, komm, ganz ehrlich, wenn er den erraten hat, dann darf ich auch Laporte nehmen, oder? Hoppala, jetzt habe ich sowieso drauf gedrückt. So, Rechtsverteidiger, Trent Alexander-Arnold wäre natürlich geil, zur Not muss ich halt Trimmel nehmen. Flankengott. Aus der Fußballwelt berühmt? Ja, kann man so sagen. Liverpool 3-0. Call it, take it quickly, Origi! Fährt deine Figur bei der Formel E mit? Nein, tut er nicht. Nicht ganz. Abwehrspieler? Doppelnamen? Ja. Trent Alexander-Arnold, let's go. Dankeschön. Und den letzten Spieler in der Startelf, den Torhüter? Ja, die sind alle kacke und Trapp ist, glaube ich, kein Walkout und ich nehme Forster. So, und den restlichen Draft fülle ich jetzt einfach so aus. Falls noch ein spannender Spieler kommen sollte, dann gebe ich euch Bescheid. Oh, hier haben wir nochmal eine schöne Auswahl. Lewandowski, Werner, Ansu Fati, Grealish, Son. Also das gucken wir uns jetzt nochmal an. Ist die Frage, wer am meisten Sinn macht? Ich würde fast sagen Timo Werner. Komm schon, Mann, lass mich jetzt nicht hängen, Akinator. Hat deine Figur einen Zweitkanal? Timo Werner 2.0? Keine Ahnung, Mann. Stürmer? Ja. Trägt deine Figur einen Namen, der ausländisch klingt? Timo Werner. Also Deutscher geht's ja wirklich nicht. Kommt deine Figur aus Daegu? Nee. Ja, dann weiß er's. Timo Werner. Ja, Mann, danke. Timo Werner ist im Team.
Und wenn wir den Draft nachher verlieren, wer ist schuld? Juan Bernat natürlich. Juan Bernat. Kommt aber ins Team. Jo, und so sieht unser Draft aus. Ist gar nicht mal so schlecht. Nur am linken Flügel, ja, da könnte man vielleicht noch was ändern. So, dann gucken wir mal. Jetzt spielen wir ein Spiel und unsere Akinate-Truppe bekommt es mit dem Team zu tun. Oh, ich denke, das ist machbar. Wenn ich das Spiel gewinne, ist alles gut. Aber falls ich verlieren sollte, muss ich angezogen in unseren Pool springen. Also ich hätte Bock, dass wir das gewinnen jetzt. Oh. Jojo Foster, ganz, ganz sicher gemacht. Ganz, ganz sicher. Boah, das ist so gut gespielt. Das ist so clever gespielt. Das ist einfach nur schlecht. Oh, 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 oh. Wir sind hinten. Das ist eine Blutgrätsche. Bisschen viel Platz. Ein bisschen viel Platz hat er da. Oh, er swatet den rüber. Ja, macht er natürlich richtig. Ich habe das Gefühl, das wird eine ganz, ganz harte Nuss. Ah, solche Dinger müssen wir dann einfach reinmachen. Verteidigen ist vogelwild bei mir. Ja gut, aber Angriff ist auch scheiße, also. Komm schon, Timo Werner. Timo Werner. Natürlich swipe mal den rüber. Oh, und wie wir den Hops nehmen. Mit der Hacke, mit dem Flair-Goal von Ferran Torres. Sheesh. Comeback is on, Freunde. FC Tomatensaft 1-2 gegen Real Madrid hinten, aber das ist noch alles möglich. Oh, Timo Werner. Ja, gar nicht schlecht, der Versuch. Also, da hat Timo Werner schon weiter daneben geschossen. Ich will nicht in den Pool springen, Mann. Oh, yeah. No. Ich will den Ball einfach ins Tor reintragen. Warum? Oh, 75. Minute schon. Uns läuft die Zeit davon. Komm schon. Der ist gut. Der ist richtig gut. Der ist richtig erfrischend gespielt. Nochmal. Einfach ins Eck. Werner! Ausgleich! Timo Werner! Ich habe mich vor meinem geistigen Auge schon im Pool gesehen. Oh, 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 oh. Timo Werner! Mein Name ist Timo Werner, ich bin 13 Jahre alt. I play a lot of FIFA. I like that a lot. Timo Werner mit dem besten Finish aller Zeiten. Jetzt nur kein Gegentor mehr kassieren. Wie haben wir das jetzt gemacht? Nein! Nein, das ging viel zu schnell gerade. Aber dann passierte das hier. Elfer, Elfmeter. Oh Gott, ich weiß ja gar nicht, wie ich den treffen soll. Da oben links, let's go, oben links. An die Latte, der ist nicht drin. Alexander Arnold aus der zweiten Reihe, der muss rein. Oh, Anspannung ist da, Druck ist da. Nein, das ist nicht passiert. Und wie gesagt, ich darf jetzt noch in den Pool springen. Yay. Ah. Ohne Spaß. Scheiß FIFA. Und wenn dir dieses Video gefallen hat, dann wird dir auch das Video gefallen. Also gerne auschecken. Ciao. Und Ehrenmänner abonnieren auch noch.